Also ich habe das letzte Spiel gegen Fürth gesehen und war von der ersten Halbzeit positiv überrascht, weil das war, glaube ich, seit langem über 45 Minuten das Beste, was wir gesehen haben vom VfL. Leider hat das Endergebnis nachher nicht mehr gestimmt. Darmstadt hat in den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt, gegen Fürth gewonnen, jetzt gegen meinem Ex-Verein Magdeburg 3-1 gewonnen, sind, denke ich, ganz gut drauf. Und beide Mannschaften haben 17 Punkte und wollen natürlich gewinnen. Ich glaube, dass wir mit unseren Fans im Rücken am Montagabend Flutlichtspiel die 3 Punkte in Bochum behalten. Wenn man die letzten Spiele gesehen hat, müsste man ja fast sagen, wir spielen unentschieden. Ne? Bis zur 90. Minute führen wir vielleicht noch, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir 3-1 gewinnen und die 3 Punkte in Bochum behalten.